Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, die Intention der beiden vorliegenden Anträge ist richtig. Wer wählen kann und wählen will, der sollte das auch dürfen. Das Wahlrecht steht jedem Menschen grundsätzlich zu und muss nicht begründet werden. Der Ausschluss vom Wahlrecht muss begründet werden. Und wie Herr Juppe eben auch schon festgestellt hat, eine Altersgrenze ist immer willkürlich und kann nicht gerecht sein. Nach oben nicht und nach unten auch nicht. Und Herr Juppe, wir sind schon der Meinung, dass mehr Rechte auch zur Folge haben, dass mehr Verantwortung übernommen wird. Wie der Berliner Demokratieforscher und Sprecher der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, Wolfgang Gründinger, sagt, gibt es keinen Grund, warum ausgerechnet Kinder und Jugendliche, die doch am längsten in diesem Land leben werden, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Jeder Mensch, gleich welchen Alters, sollte das gleiche Stimmrecht haben, wenn er davon Gebrauch machen will. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lehmann-Brauns, Dr. Lehmann-Brauns? Ja, bitte. Bitte. Vielen Dank, Frau Kollegin. Sie haben eben von einer Rede des Kollegen Juppe gesprochen. Der sitzt aber ganz still und ruhig hinter mir und hat nicht gesprochen. Vielleicht sollten Sie den richtigen Kollegen benennen. Ach, Herrn Juhnke, Entschuldigung, ich entschuldige mich für den. Genau, da geht das Abendland unter. So. Genau. Also wir einigen uns, es war Dr. Juhnke und jetzt hat Frau Kollegin Möller das Wort. Also das gleiche Stimmrecht für alle, so meint Herr Wolfgang Gründinger, wäre ein Gebot der Demokratie, der Volkssouveränität und der Generationengerechtigkeit. Das Wissen um oder das Interesse an Politik ist kein Kriterium für das Wahlrecht, sonst müssten wir es grundsätzlich für alle einfordern. Auf Bundesebene werden auch andere Modelle diskutiert. Herr Dr. Behrendt hatte das schon angedeutet. So zählte die linke Ideologie Unverdächtige Wirtschaftswoche das Familienwahlrecht zu den 12 Ideen, die Deutschland voranbringen könnten, weil es einer Gerontokratie vorbeugen könnte. Und es sei undemokratisch, dass zum Beispiel ein kinderloses Paar an der Wahlurne doppelt so viel Gewicht habe wie eine Alleinerziehende mit 3 Kindern. Das sieht auch die SPD-Ministerin für Familie, Senioren und Frauen und Jugend so, Manuela Schwesig. Sie sagte, ich fände es richtig, wenn Eltern für ihre Kinder wählen gehen dürften. Doch das ist in Deutschland sehr umstritten, zu Recht, wie auch ich finde. Und genau das ist auch der Knackpunkt, auch bei den vorliegenden Anträgen der Piratenfraktion. Demokratische Veränderungen müssen erstritten und verhandelt werden und müssen die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Insbesondere dann, wenn man gleich die Verfassung ändern will. Und mal abgesehen davon, dass auch die hier vorgeschlagene Altersstaffelung willkürlich ist, eine Absenkung des Wahlalters bis hinunter auf sieben Jahre ist in unserer Stadtgesellschaft noch nicht mal umstritten. Sie wird überhaupt nicht diskutiert, sie ist kein Thema. Und auch in diesem Hause kann man nicht gerade von einer leidenschaftlichen Debatte reden, da muss ich Herrn Dr. Behrendt recht geben. Das Anliegen, Absenkung des Wahlalters, ist insgesamt überaus sträflich behandelt worden. Anstatt, wie in der ersten Lesung im Januar 2012 von Herrn Langenbrink vorgeschlagen, eine seriöse Debatte zu führen. Das zeigte sich schon im mitberatenden Rechtsausschuss, wo die Aussprache zu diesen Anträgen und auch zu unserem Antrag von Grünen und Linken zu Wahlalter 16 im März 2012 am Ende der ersten Haushaltslesung nach gut 10 Sitzungsstunden gegen 22 Uhr stattfand. Seitdem schmort zum Beispiel der Wahlalter 16-Antrag im Innenausschuss und die heute abzustimmenden Piratenanträge wurden ohne Aussprache im Innenausschuss durchgewunken, was ich nicht nachvollziehbar finde. Ich meine, in einem Stadtstaat, der altersmäßig der jüngste im Bundesgebiet ist und dessen Bevölkerungsprognose besagt, dass bis 2020 die Zahl der unter 18-Jährigen um 23% steigen wird, hätte uns eine Debatte aus der Perspektive junger Menschen gut zu Gesicht gestanden. Aber es gibt ja noch Hoffnung und einen Vorschlag für den nächsten Schritt in Richtung Flexibilisierung des Wahlalters. Und Herr Juhnke, so verstehe ich auch den Wahlalter 16-Antrag oder den Vorschlag, das Wahlalter auf 16 abzusenken. Das ist nämlich schon lange ein Thema in diesem Haus und auch in dieser Stadtgesellschaft. Und auch wir halten diesen Weg für zielführend in Richtung Flexibilisierung des Wahlalters. Hier ist jetzt gerade eine Wanderung. Und ich höre von Herrn Behrendt mit Entsetzen, dass die SPD dies ja noch in ihrem Wahlprogramm stehen hatte. Entschuldigung, Kollegin Möller, darf ich Sie einen Moment unterbrechen? Meine Herrschaften, bitte unterbrechen Sie die Gespräche oder gehen Sie raus. Ich finde das respektlos gegenüber der Rednerin. Bitte so ist es.
sich von diesem Wege wegbewegt hat. Das ist sehr, sehr schade. Das funktioniert nämlich in Brandenburg, in Bremen, in Hamburg und in Schleswig-Holstein und in 11 Bundesländern, zumindest auf kommunaler Ebene, wie auch hier in Berlin. Die schizophrene Situation, dass ab 16-Jährige in den Bezirken wählen dürfen, dass sie an Volksinitiativen, nicht aber an Volksbegehren und Volksentscheiden und den Wahlen zum Abgeordnetenhaus teilnehmen können, ist und bleibt schlicht nicht vermittelbar. Einige von uns werden das bei der Jahresmitgliederversammlung des Landesjugendrings am 5. März mit jungen Menschen selbst weiter besprechen. Die haben das dort nämlich zum Thema gemacht. Und ich erwarte, dass auch der Innenausschuss und dieses Parlament sich zum Wahlalter 16-Antrag konstruktiv verhalten, zumindest in Vorbereitung auf die nächste Legislatur. Das Wahlalter 16 ist eine realistische und mehrheitsfähige Option. Zu den Piratenanträgen werden wir uns enthalten. Vielen Dank.